Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed. So, weiter geht's. Wir schauen mal bei Leonardo vorbei. Wenn ich nicht so viel zu tun hätte, würde ich mir sehr viel wert sein. Ja, du hast so viel zu tun, dass du dir die Beine hier am Bauch stehst. So, auf zu Leonardo. Wo war denn der? Ah, gerade durch. Nein, zurück! Halt! Deine Arbeit quasi. Ja. Na, schade. So, wir haben hier wieder zwei Codex-Seiten. Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Aha. Müssen diese Buchstaben umstellen. Hier, das war's. Ah, prima. So, aber was ich jetzt vorhabe, um für die nächsten paar Missionen gerüstet zu sein, wir reisen erstmal nach Monteriggioni und gehen einkaufen. Habt ihr denn keinen Respekt? Nein. Ich habe 4 ungelöste Morde und 2 Einbrüche. Wenn ich dir die Zunge rausschneide und dich verhafte, werde ich mir das tun. Das ist jetzt nicht euer Ernst hier, sag mal. So, wir haben Flori Mifoli, heißt ja. So, wir wollen aber nach Monteriggioni. Ja, das Geld erstmal wieder abholen und geht's auf jeden Fall weiter. Ja, also wir haben hier noch Lederrüstung an. Ja, die würde ich jetzt gerne austauschen. Geld müsste jetzt auf jeden Fall da sein. Federn sammle ich unterwegs noch ein. Ja, bringe ich jetzt nicht hierher. Aber ich will erstmal die Kiste da machen. So. Das sollte erstmal reichen. Dann bringen wir noch schnell die Kollegen hier hin. Kommt das so hin? Ja, bei dem Stück bin ich mir jetzt hier noch gar nicht so sicher. Weil in der Mitte haben wir ja Afrika, ja? Ich weiß nicht. Dann, wenn dann so. Was ist der Rand? Was kommt hin? Hier muss ich nochmal schauen.
Aber ansonsten sieht es schon mal gut aus. So, uns fehlen insgesamt nur noch 9 Codex-Seiten. Das ist alles super. Was ist hier noch Geld da? Ah, da kam eben gerade wieder Geld rein. So, wir haben 75.000 Flori. So, bei denen haben wir alles. Also ist ja auch komplett voll. Dann können wir auch mal Schwerter kaufen. Schwerter, Rüstung müssen wir noch kaufen. Was war das? Achso, das war nur der Ständer. Der Kerzenständer. Okay. Soweit. Ich habe jetzt nämlich noch Stiefel an und das. Und hier haben wir das an. Okay. Ja, so schnell wie wir das Geld jetzt verdient haben, geht es jetzt auch natürlich wieder weg. Aber das ist okay. So. Rüstung. Na, wenn ich da hingucke. So. So, da haben wir diese Rüstung auch komplett. Hier haben wir Metall. Okay. Gucken wir das hin. Dann haben wir komplett schon Metallrüstung. Waffen. Minus 2, minus 1. Oh. Alles minus. Mailänder Schwert, das haben wir jetzt gerade. Gut, hier müssen wir uns dann im Endeffekt durchkaufen. So, was haben wir denn an kleinen? Oh. Wie gesagt, so schnell wie wir das Geld haben. So, dann haben wir erstmal das wieder. Rauchbomben. Ein Vergnügen, Signore. Kommt bald wieder. So. Kommt, Freunde, schaut welchen Unterschied. So, Beutel. Okay. Va bene, dann addio. Der Vorteil daran ist, ich kriege ja hier den Rabatt. Ja, also deswegen kaufe ich ja auch hier ein. Okay, dafür reicht es leider nichts mehr. Macht's gut. So, und schon haben wir eine schöne. Oh, mal gucken. Noch ein zufriedener Kunde. Ciao.
Nun gut. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Ah, klasse. Da irgendwo noch eine Kiste rumliegen. Aber wir können ja noch mal kurz mal oben in die Villa gehen. Ja, also ihr seht, so schnell kann man gar nicht gucken, ist das Geld wieder weg. Aber wir haben ein super Schwert, das kleine, den Dolch, also was der Dolch ist, dann werde ich jetzt noch mal austauschen. So, durch. Was haben wir jetzt hier? So, die Silette ist schlechter. Okay. Okay, also der wäre, na, das wäre nicht so gut. Das wäre eigentlich, das Fleischermesser wäre eigentlich super. Okay, wir nehmen mal das Fleischermesser. Noch einen mehr Schaden. Ja, wir behalten jetzt das Messer des Sultans. Das nutze ich sowieso so gut wie gar nicht. So, dann können wir jetzt mal hier schauen. Ja, haben wir jetzt schon zwei komplette Rüstungen. Obwohl ich die eigentlich klasse fand mit den Verzierungen da drauf, also ja, also im Gegensatz zu der jetzt hier. Ja, wenn man sich das mal anguckt, hier sind zwar auch ein paar Verzierungen und alles, aber es ist doch eher so plattenmäßig, ja, da fand ich die da besser. Hier haben wir die normale Lederrüstung. So, die haben wir jetzt gerade an. Was haben wir denn hier für eine? Wird mir leider noch nicht angezeigt. Schade, schade, schade. Und dann haben wir natürlich hier noch eine. Oh, wir haben sogar schon ein Modell. So, aber ich will nicht länger hier verweilen. Dann geht's erstmal weiter. wir müssen jetzt nach Venedig reiten. Ja. Gift haben wir jetzt leider nicht voll, aber kriegen wir auf jeden Fall voll. Ich meine, warum sollte ich denn nicht hier einkaufen? Ja, also hier kriege ich 10% Rabatt im Gegensatz zu den anderen Städten. Und Geld kommt sowieso immer rein. Also. Aber wir hätten ruhig ein paar Florin übrig lassen können. Dass wir wieder zurück nach Venedig kommen.
So, wartet mal kurz. Ich organisiere mir jetzt mal Geld. Ja, mal ein bisschen schnelles Geld gemacht. Ganz schnell zwei Kisten leer geräumt. Okay. Damit kann man schon reisen. Ja. Venezia. Ja, seht ihr, also mit 100 wäre ich schon gar nicht dorthin gekommen. Okay. Sollen wir schon 200 bezahlen, dass wir nach Venezia kommen? So. Truhe ist erstmal leer. Und wir können erstmal da drüben. Wer hat euch gelehrt, euch so zu bewegen? Okay. Okay, okay, okay. Wir haben's. So. Das dürfte erstmal der letzte gewesen sein hier im Gebiet, oder? Ja. Ah, da unten haben wir noch eine Codex-Seite. Okay, also das war erstmal der letzte hier in diesem Gebiet. Und wir haben jetzt natürlich hier eine Mission. Was ist das? Erinnerungsanfang. Und hier haben wir natürlich eine Mission. Da wir natürlich jetzt gerade da hinten auf der Ecke sind. Ach komm, nicht da rein. So. So, uno momento, por favor. Ich nehme jetzt das Rätsel noch mit. Mal gucken, was es diesmal für ein Rätsel ist. Drei Diebstähle, vertuscht durch die Morde. Menschen sehen nur, ob sie trainiert wurden. Was die Organisation sie sieht. So, Hedrick. Sie ließen es wie einen Unfall aussehen. Hindu und was? Houdini, Hindu, Houdini und Deep Bass. So.
Mahatma Gandhi, er hätte sie fast besiegt. Die Wölfe sind auf der Jagd. Wo, oh wo, ist Jack nur hin? Was die 6 ist, die 1. Ist gleich 1. So, wenn die 6 die 1 ist, ist die 7 die 2. Und die 8, die 3. Operation Neue Grenze. Das Haku hat grünes Licht gegeben, die Ressourcen auszubeuten. Die Verhandlungen sind vorüber. F plant jedem eine Stimme zu geben. Mit so jemanden kann man nicht argumentieren. Ich schicke euch den Fahrer. Wir haben ihn mit ES2 in unserem Labor trainiert. Er sollte keine Probleme machen. Die Route der Fahrzeugkolonne ist unten markiert. Nachdem sie das Ziel erledigt wurde, wenn das entweder von Oswald oder Z benutzt, du ES1, um für Ablenkung zu sorgen. Lass eine Art Phantom an den Ort erscheinen, den ich mit einem X markiert habe. Erschreckt die Leute in der Verwirrung, schnappt sich der Fahrer ES3. Okay. Die Wahrheit. Wieder ein Rätsel gelöst. Aezio, ich hoffte, ihr würdet zurückkehren. Ich brauche euren Rat bei etwas. Natürlich. Sagt mir, was euch bedrückt. Emilio hat einige meiner Männer gegen mich aufgewiegelt. Bestechung und Erpressung, ja? Ja, wir können nicht zuschlagen, bevor die Verräter erledigt sind. Sie sind noch in diesem Bezirk. Sie beobachten uns und erstatten Emilio Bericht. Das werden sie nicht mehr lange tun. Ich würde sagen, das war der falsche Weg nach draußen. Okay. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Da ist unser erstes Ziel.
So, vielleicht kriegen wir den sogar von hier. Mit Attentat. Ja, manchmal schon. Er wird noch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht. Komm, lasst mich euch mit meiner Erfahrung einkleiden. Da braten wir doch eine Einstorch. So. Wie bizarr. Ah, beeindruckend, wenn auch gedacht. Na, ich bin jetzt genau in der Mitte. Diese Mitte. Okay, dann gehen wir erstmal da hoch. Dahin. Das könnte Spaß machen. Oh, mein lieber Schatz. Oh, 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 oh. Welch unglaubliche Preise ich euch biete, verehrte Kunden. Ihr werdet mich. So, dann hätten wir das auch erledigt. Ah, hier. Was soll das? Kann er nicht zugehen wie alle anderen auch? Nein. Der Preis der Perfektion kann nicht in Münzen gemessen werden. Eure Wunden, edler Herr, ihr habt so recht gerichtet. Unser Herz und oft auch mehr sind euch zu Dank verpflichtet. Jetzt weg hier, wenn ich dich noch mal an. Oh, mein Freund. Doch nicht.
Okay. Dann hätten wir Rios Putz abgeschlossen. Gut. So, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.